Ja, schönen guten Abend, meine Freunde aus dem Internet. Also ich muss euch sagen, man kann sich auch über kleine Dinge sehr freuen. Es muss nicht immer was Großartiges sein, was am Tag passiert. Aber ich wohne im Erdgeschoss eines kleinen Hauses mit zwei Stockwerken, das mit älteren Personen gefüllt ist und gemischt. Also manche sind verheiratet und manche sind allein, so wie ich, aber alle über 60 oder noch älter. Und es gibt also einen Handtuch auf meiner Terrasse, ich habe auch einen Garten dabei. Ich bin in den ersten Stock gefahren und leicht orientierungslos. Ich bin rechts hineinzugehen, also wie alle herausgeleitet. Und da standen da also drei Damen am Gang herum und haben mich angestrahlt und haben sich wirklich so gefreut, dass ich da war. Ich habe mich entschuldigt für die Störung. Aber sie haben sich wirklich so gefreut und das erwärmt das Herz, ja, das erwärmt das Herz. Wie gesagt, es muss nicht immer was Großartiges passieren und da, besonders wenn man älter ist und nicht mehr so kann. Und, ja, das war ein richtiges Glücksgefühl und das wollte ich euch eigentlich mitteilen. Dann haben wir noch herumgerätselt, wo ich wohne und dann habe ich also den Aufzug gesehen und habe gewusst, dass das eben eigentlich gleich neben dem Aufzug. Aber es ist der obere Stock schon umgedreht, ja. Ja, wie auch immer, also ich bin dann hier aufgefahren und dort lebt die Welt ist sehr klein. Eine Bekannte aus dem Garten, aus meiner Cousine, der hat das Handtuch dann gehört. Ich bin dann eine Stunde dort gesessen und wir haben uns ein unterhalten, über dieses und jenes gelabert. Was ich euch eigentlich mitteilen wollte, ist, dass diese Entgegenkommen, diese Zuwendung, diese strahlenden Augen und so was Schönes sein können. Ja? Und es muss nicht immer Reichtum sein oder sonst etwas. Also das war ich jetzt noch. Das war um 8 Uhr und es ist jetzt 10 Uhr. Und deshalb wünsche ich allen eine gute Nacht. Wann beginnt die erste, wenn ihr jung seid, aber für uns beginnt die Nacht und ist das Nachtleben. Und das war einmal und ist nicht mehr. Und wir da nicht mehr zurückkommen. Also alles Liebe und tschüss.